Hallo und herzlich willkommen zu unserer Playlist Parapsychologische Geräte, die wir auf unseren Untersuchungen verwenden. Und heute möchte ich euch etwas zeigen. Und nein, auch wenn ich da gerade so reinschief kam, es ist keine Waffe. Aber es sieht so aus, vielleicht sieht man sogar einen roten Punkt, den ich mir hier scharfschützenmäßig auf meinem Torso zimmere. Oder vielleicht sogar, kleinen Moment, ich muss einen Schatten hier, da auf meiner Hand, ihr seht ihn, da ist ein kleines rotes Pünktchen. Jo. Ein Laser, was könnte das sein? Der Name sagt es schon, ein Laserthermometer. Und wenn wir das Video uns anschauen zu den anderen Thermometern, was wir nutzen, den Humidimeter, kurz HUM, ist das natürlich komplett anderes Messprinzip hier. Und der Laser, der ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, der ist für uns nur optisches Hilfsmittel zum Zielen. Der hat ansonsten keine Funktion, nur damit wir wissen, wohin wir zielen. Was macht das Gerät? Naja, es misst Temperatur ultraschnell, denn quasi da, wo wir hinzielen, da misst es dann, wie viel infrarote Strahlung abgestrahlt wird. Und infrarote Strahlung ist nichts weiter als reflektierte Wärmeenergie, die in Form von infraroter Strahlung abgeht. Und das kann man in Temperatur quasi umrechnen. Das macht das Gerät an sich für uns. Das heißt, das ermöglicht uns eine superschnelle Messung. Und wenn ihr das andere Video euch anschaut, werdet ihr feststellen, genau das ist das Problem, was wir mit dem Humidimeter haben, obwohl das schon ein relativ gutes thermisches Messgerät ist. Und ich mache es jetzt mal kurz an, zack. Und versuche das mal zu zeigen. Ich ziehe, das seht ihr jetzt nicht ganz, quasi auf euch, nein natürlich nicht, aber ich ziehe jetzt mal auf das Stativ der Kamera und habe da jetzt eine Messung vorgenommen. Die Umgebungstemperatur ist ungefähr 13 Grad. Jetzt schauen wir mal hier drauf. Ich hoffe, man sieht es. Hier müsste es 14 Grad ungefähr sein. Wie viel? Ich muss mal so schauen. 14,2 Grad. Super schnelle Messung. Ein Knopfdruck, eine Temperatur, ein Messwert. Perfekt. Zack, 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 zack. Oh, erstaunlich. Die Wiese ist nur 9 Grad. Gut, klar. Die liegt jetzt zwischen Schatten. Ich sehe jetzt mal noch, wo hier ein bisschen Sonne ist. Da auf dem Baum. Der ist ja eher ein bisschen dunkel. Ja, da sehe ich auch mein Zielkreuz nicht. Muss ich mir das Gefühl machen. Ja, der Baum, der hat 14 Grad Celsius. Also klar, da wo die Sonne scheint, ist es halt noch wärmer, wird auch mehr abgestrahlt. Weil die Sonne macht ja nichts anderes, als uns mit allen möglichen Lichtwellen zu beschießen. Und das ist ja quasi das Problem vom Treibhauseffekt, was manche leider aber nicht verstehen. Die Lichtwellen werden halt nicht alle komplett reflektiert, nur an reflektierten Flächen. Und der, ja, da wo sie drauf treffen und nicht reflektiert, sondern quasi als Wärme absorbiert werden und nicht als Wärme aber gespeichert sind, wird das wieder als infrarote Strahlung abgegeben. Und die hatten vergleichbar, also verglichen mit dem normalen Licht, eine viel, viel größere Wellenlänge, ist über den sichtbaren Licht. Die Wellen sind länger, also energieärmer. Umso länger eine Welle ist, umso weniger Energie hat sie. Und deswegen werden die dann reflektiert. Während normales Licht eindringt, das führt dann quasi zum Treibhauseffekt. Gut, das auch nur, by the way, wie globale Erwärmung funktioniert. Aber das Prinzip haben wir quasi jetzt hier auch nochmal dargestellt. Da wo keine Sonne ist, ist es halt kalt. Da wo Sonne ist, ist warm. Das wissen wir und haben jetzt einfach mal gemessen. Ich möchte jetzt auch gerne mal zeigen zum Vergleich. Ich messe mal meine Hand hier. Die hat 25 Grad, das ist relativ warm, muss ich gestehen. Ich hätte gedacht, es ist kälter. Mein Torso, 19 Grad. Und ich muss noch kurz den Laser ausschalten, weil ich will den nicht ins Auge kriegen. Das ist ein Lasergerät, das ist nicht gesund. Das ist nämlich ein starker Laser. Die Stirn hat 27 Grad. Gut, das ist plausibel. Sollte wärmer sein als der Rest. Wer es noch mal sehen möchte, ne? Also, ja, habe aktuell kein Fieber. Alles gut. Ja, wie gesagt, Vorteil gegenüber den anderen Messgeräten, den Humidimeter, was wir verwenden für die Temperatur, sind schnelle, genaue, zuverlässige Werte. Aber auch ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem, was wir haben, ist, wir können nur Oberflächen messen. Ich kann jetzt nicht sagen, lieber Laserstrahl, da in 2 Meter Entfernung müsste was sein. Bleib da bitte stehen. Das funktioniert nicht. Also ich sage jetzt mal Laserstrahl, ne? Es geht um die Infrarotstrahlung eigentlich. Aber so funktioniert das Messprinzip nun mal nicht. Ich könnte natürlich da eine Pappe aufstellen und schauen, ob da was ist, aber das würde dem Prinzip auch nicht helfen, weil wenn wir denn sagen, es stammt eventuell von einer Entität oder einer allgemeinen Energiequelle, die ist ja nicht die Pappe. Die Pappe wäre auch nur eine Reflexion, das wäre kein sinnvolles Messergebnis. Und das führt uns wieder zu einem allgemeinen Problem, die Temperaturmessung. Wir müssen quasi etwas finden, womit wir schön und genau messen können, aber auch schnell und praktikabel. Das hier ist relativ unpraktikabel, da ich keine Oberflächen messen. In der Regel werte ich aber nicht in der Oberfläche die Wärmeentwicklung haben, wenn es jetzt eine Entität ist, sondern irgendwo mitten im Raum.
Das heißt, ich muss auf das Humidimeter zurückgreifen. Gut, dann kann ich das messen, aber das Humidimeter braucht 1-5 Minuten, je nach Luftfeuchtigkeit, ehe es sich bei dem Wert eingepegelt hat. In der Zeit ist eine eventuelle Entität schon längst weg. Und jetzt muss ich wählen. Messe ich nur den Boden und habe vielleicht gar keinen sinnvollen Messwert? Oder messe ich langsam und dann ist vielleicht weg? Ein großes Problem. Man bräuchte eigentlich eine Lösung. Ich habe jetzt keine parat. Allerdings ist das natürlich trotzdem noch hilfreich, wenn die ganze Umgebung sich mehr oder weniger abkühlt. Dann strahlt die natürlich auch weniger Infrarotstrahlung aus. Das heißt, das normale, das Humidimeter werden wir bei Messungen sehr häufig verwenden. Und wenn wir dann merken, wir haben eine Kältequelle, die sich bewegt, dann können wir mit der hier rumgehen und versuchen, möglichst schnell eine genaue Messung zu machen, wie kalt es ist. Ist ein bisschen tricky, aber ja, theoretische Sachen heißt nicht zwingend, dass es dazu praktische Lösungen geben muss. Wir bräuchten quasi eine Innenraummessung mit akkurater Zeit. Das gibt es so eigentlich nicht. Da bräuchte man ein komplett neues Messverfahren. Ich wüsste jetzt aber auch aus dem Kopf nicht, wie, sonst würde ich versuchen, das irgendwie selber hinzukriegen. Gut, aber wie gesagt, das ist der zweite Teil der Temperaturmessung, den wir machen. Unser schönes Laserthermometer hier, sehr genau, sehr schnelle Ergebnisse, aber halt nur Oberflächen. Ich hoffe, es war für euch wieder interessant und würde mich natürlich über Support freuen. Daumen hoch hilft immer, Kanal abonnieren bitte auch nicht vergessen. Und denkt dran, wir sind ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen, damit das hier auch weiter so schön flutscht und wir weiter tolle Videos reinstellen können. Ich freue mich dann, euch das nächste Mal wieder zu sehen und bis dahin sage ich Tschüss und macht es gut.